So, liebe Leute, Olaf ist hier. Olaf ist 47. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Domian. Hallo, Olaf. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe eigentlich so viele Baustellen in meinem Leben, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich habe also vor 6 Jahren meinen eigenen Hund totgefahren. Und seitdem ist mein Leben irgendwie komplett aus dem Ruder geglitten. Den eigenen Hund totgefahren? Wie ist das passiert? Im Urlaub auf dem Campingplatz. Erzähl mal. Ja, wir haben einen schönen Strand da vollbracht und sind zurückgekommen, mussten alle Sachen aus dem Auto ausladen. Der Hund war halt fix und fertig vom Strandlaufen, Schwimmen, tralala. Mhm. Ja, alles ausgepackt und ich durfte das Auto da vor dem Caravan nicht stehen lassen. Mhm. Musste so 20 Meter rückwärts setzen. Mhm. Ja, er lag da drunter, weil er Schatten suchen wollte. Mhm. Das hast du nicht gesehen? Nee. Und dann bin ich rückwärts gefahren, habe einen kompletten Hinterteil platt gefahren. Oh, Becken verdrümmert, Blase geplatzt, alles Mögliche. Sofort zum Tierarzt, Erstversorger, Schmerzmittel, Geräusch, Drehdraht, Rollala. War der Hund noch bei Bewusstsein? Ja, klar. Ja. Der hat mich selber noch gebissen. Hat dich gebissen aus Panik? Ja, klar, aus Panik. Mhm. Ja, und wie gesagt, das war eigentlich so das I-Pünktchen, weil ich mir da auch noch selber auf meinem Leben oben drauf gesetzt habe. Weil ich leider zusätzlich an Depressionen habe, Angst, Panikattacken. Mhm. Erzähl doch mal eben noch, wie das dann weitergegangen ist. Du bist zum Tierarzt gefahren. Wie lange hat er noch gelebt? Der hat noch 2 Tage gelebt. Konnte man nichts machen, nichts operieren oder? Nein, ich bin sofort nach Hause zu meinem Tierarzt. Also erstmal erstversorgt zu meinem Tierarzt nach Hause gefahren. Mhm. Mitten in der Nacht noch. Er hat mir noch einen Termin gemacht in einer Spezialklinik in Osnabrück. Da bin ich dann natürlich, der Hund war weiter unter Schmerzmittel versorgt. Mhm. Am nächsten Tag noch hingefahren und die haben lange überlegt, was sie machen, ob sie was machen. Dann musste ich so ja noch unterschreiben, dass die OP sich auf 300.000 Euro belaufen würde. Mhm. Und ja, dann hat man mir den Hund halt so vom Arm weggenommen im Korb und das war's. Und am nächsten Morgen haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, er hat es nicht geschafft, er hat die Nacht nicht überlebt. Hat der Hund geschrien, als du über ihn gefahren bist? Und frage auch nicht wie. Von diesem Schrei habe ich heute noch Albträume von. Mhm. Ich bin hingegangen, ich habe 2 Wochen später, nachdem mir das passiert ist, dieses Auto, womit mir das passiert ist, das war das Abschiedsgeschenk von meinem Stiefvater, habe ich verkauft. Mhm. Und habe Riesenärger dadurch zu Hause gehabt. Aber kein Mensch der Welt konnte verstehen, dass ich mit dem Auto nicht mehr fahren wollte. Bist du verheiratet gewesen? Ich bin verheiratet gewesen, ja. Also zu der Zeit, und deine Frau hat dann das nicht verstanden, dass du das Auto verkauft hast? Meine Frau, die hat das eher mehr verstanden. Meine Mutter konnte das nicht verstehen. Mhm. Weil es eben ein Geschenk war von dem Vater, Schwiegervater. Richtig. Mhm. Wie lange hattest du den Hund gehabt? 9 Jahre. 9 Jahre. Und den habe ich auch, so wie er eigentlich gestorben ist, so habe ich ihn auch eigentlich gefunden. Weil das ist so ein ausgesetzter Hund, den hat man mir im Schuhriemen um den Hals am Auto festgebunden. Ach, wie? So bist du an den Hund gekommen? Man hat dir den Hund an das Auto gebunden? Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen Hund. Und wie ich vom Spaziergang zurückkam, wollte der nicht einsteigen, hat den gewittert, ist nach hinten gelaufen und ja, dann sah ich eigentlich nichts, außer so ein kleines Püppchen, ein Schuhriemen. Und dann habe ich daran gezogen und dann kam dieses kleine Männlein daraus. Was für eine Rasse? Keine Ahnung, der war so vermischt, das konnte selbst der Tierarzt nicht sagen. Also der war ungefähr 30 Zentimeter Fuß hoch. Ach so, so ein kleiner eher. Ein kleiner, ja. Wieso ist dieser Hund zu dir in dein Leben gekommen und dann auf diese dramatische Weise ähnlich durch ein Auto, dein Auto, ums Leben gekommen? Keine Ahnung, da mache ich mir aber noch Gedanken drüber. Aber so war es ja, ne? So, ja, so war es. Und wie gesagt, nachdem mir das passiert ist, habe ich halt noch mein eigenes I-Pünktchen oben auf meinem Leben draufgesetzt. Weil da bin ich total in Depressionen verfallen und von da an ging alles nur noch am Bach runter. War das dieser Unfall mit dem Hund, war das der Auslöser für die Depression? Ich
will nicht sagen, der Auslöser. Also ich sag mal, befallen war ich vorher schon. Mhm. Aber es hat ganz gravierend zugesetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, da kam eine Depression. Du hast dich von deiner Partnerin getrennt. Naja, mehr oder weniger hat sie sich von mir getrennt. Also, wie lebst du heute? Ich lebe heute in einer Beziehung. Aber die ist auch nicht so gerade toll. Auch nicht so doll. Warum? Warum läuft das nicht gut? Warum läuft das nicht gut, wenn ich da mal eine Antwort drauf wüsste? Also sie kommt. Streitet ihr viel? Relativ. Das ist eher so das Schweigen der Lämmer. Mhm. Also zweisam, einsam. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie nicht so richtig mit meinem Problem umgehen kann. Vielleicht auch unter Depressionen eine andere Auffassungsgabe hat wie ich. Also die Depressionen haben sich verstärkt und würdest du sagen, dass das im Moment deine Hauptbelastung in deinem Leben ist? Ja, eigentlich schon. Also das ganze Rad ist eigentlich ein Kreislauf. Ich stehe eigentlich auf der Stelle und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hin soll. Mhm. Bist du noch berufstätig? Momentan nicht, nein. Liegt das mit der Depression? Hängt das damit zusammen? Ja. Du bist gar nicht fähig zu arbeiten? Nein. Nur ist diese Sache mit diesem Hund, das ist ja wirklich ein richtiger Schock. Wenn man ein Tier so lange in sein Leben gelassen hat und verwoben ist und fährt das Tier dann unter diesen dramatischen Umständen tot, ist das eine tiefe Erschütterung. Ja, vor allen Dingen, das war, sagen wir mal so, für mich ein Kinderersatz. Meine Frau bzw. Ex-Frau, die konnte keine Kinder mehr bekommen, die hatte Unterleibskrebs. Mhm. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, noch einen anderen Hund. Und der ist mir, nachdem mir das passiert ist, 6 Wochen später auf meinem eigenen Geburtstag gestorben an Altersschwäche. Also normaler Tod, sage ich jetzt mal. Nur halt dumm, dass es auf meinem Geburtstag war. Bist du wegen deiner Depressionen in Behandlung? Ja, ich habe also so ziemlich die ganze Palette durch. Ich habe 10 Wochen psychiatrische Klinik im Krankenhaus hinter mir. Mhm. Ich habe Entgiftungsstation hinter mir. Ich habe nochmal psychiatrische Behandlung im Krankenhaus stationär gehabt. Ich bin in ambulante therapeutische Behandlung. Ich mache Psychotherapie. Ich habe Familienaufstellungen gemacht. Ich habe Antidepressiva bekommen. Also, die habe ich schuhkartonsweise voll. Also ich bin eigentlich austherapiert. Die ganze Palette ist abgefrühstückt, kann man sagen. Ja, ich bin 6 Wochen in Reha gewesen. Nimmst du denn im Moment auch noch Antidepressiva ein? Ja. Hast du dir denn mal überlegt, dir erneut einen Hund zuzulegen? Ich habe einen neuen Hund, Du hast einen Hund. Und manchmal sind Tiere ja viel effektiver als Tabletten. Hast du den Eindruck, dass der Hund dir schon ein wenig hilft, über so das Finstere hinwegzukommen, das Traurige? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn ich den Hund nicht hätte, dann würde es manche Tage geben, da würde ich gar nicht vor die Tür gehen. Mhm. Aber dennoch geht es dir schlecht. Ja. Und das ist natürlich jetzt wirklich sehr schwierig, wenn du sagst, du hast alles schon gemacht, du hast ja ganz viele Sachen aufgelistet gerade. Ja. Da würde jetzt ein Fachmann wahrscheinlich auch überlegen, ja, was kann man denn jetzt noch machen? Ja, alle Fachleute, die sind eigentlich mit ihrem Latein am Ende und die ganzen körperlichen Symptome, die da noch zukommen. Ich habe Arthrose in der Lendenwirbelsäule, ich habe Migräne, Cluster oder Clusterkopfschmerz, wie man das sagt. Und ich habe Magen-Darm-Probleme, ich habe chronischen Durchfall. Aber also, alles rein nervlich und psychisch bedingt. Es sind keine organischen Schäden festzustellen. Das glaube ich. Das klingt genauso, als wäre das alles eine Auswirkung der Depression. Erklär uns doch mal, wie du dich in deiner Depression fühlst. Wie fühlst du dich? Ja. Wie fühle ich mich? Auf Deutsch gesagt, scheiße. Ja, erklär es mal ein bisschen näher. Ja, lustlos, antriebslos, mir ist alles egal. Hm. Mich kotzt alles an, mir ist alles zu viel. Ich bin schon froh, wenn der Briefträger an meiner Haustüre vorbeiläuft, den ich nicht wieder irgendeine Post kriege, die ich bewältigen muss. Hm, antriebslos, freudlos wahrscheinlich auch. Ja, total. Kein Interesse an irgendwelchen Sachen. Nee. Man hängt und sitzt nur so rum und alles und jede Kommunikation ist einem zu viel mit anderen Menschen wahrscheinlich. Ja, andere Menschen. Also ich sag mal so, die meisten Menschen haben sich sowieso von mir distanziert. Mhm.
gibt nur noch ganz, ganz wenige, die zu mir stehen. Ich meine, gut, ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich auch selber daran schuld, indem ich mich selber ein bisschen einigel. Aber ich habe auch keine Lust, immer anderen Leuten mit meinem Problem auf den Nerven zu fallen. Wenn du so ganz, ganz streng auf dich guckst, intensiv auf dich guckst, was gibt es in deinem Leben, was trotz aller Traurigkeit, die du beschreibst, was dir doch noch ein wenig Spaß und Freude bereitet? Mein jetziger Hund. Der Hund. Ich habe gerade so eine Idee, Olaf. Offensichtlich bist du ein großer Tierfreund. Ja. Und Tiere geben dir was. Ja. Wäre vielleicht es eine Möglichkeit, wenn du ganz vorsichtig mal überlegst, ob du dich so in einem Tierschutzverein engagieren könntest und dir da irgendwo einen Platz suchst? Ja. Oder ehrenamtlich in einem Tierheim arbeitest oder irgendwas mit Tieren nur? Ja, also ich habe schon ehrenamtliche Tätigkeiten gemacht. Allerdings über ein Projekt, was für krebskranke Kinder geschaffen ist. Und ich glaube, das ist zu schwer für dich. Wollte ich gerade sagen, da bin ich also sehr, sehr hart an meine körperlichen Grenzen angekommen. Nein, du musst etwas machen, wo du direkt deinen Trost und deine Freude hast. Und das sind bei dir wirklich die Tiere, die Hunde. Ja, aber da habe ich ja schon genug von, weil meine Freundin, die besitzt auch noch zwei Hunde. Das heißt, wir leben im Moment mit drei Hunden hier im Haushalt. Ja, meine Idee war nur, dass du dann auch rauskommst so aus deinem jetzigen Umfeld. Du würdest dann woanders hingehen müssen, du würdest vielleicht auch den einen oder anderen Mensch kennenlernen, du würdest mit dem Mensch über andere Tiere sprechen. Ich weiß das nicht. Es ist nur so eine Idee von mir. Vielleicht wäre das ein vorsichtiges sich hinwenden zum Leben wieder. Ja, vielleicht ein sehr vorsichtiges. Genau. Ich bin ja immer der Auffassung, dass wenn man in so einer Falle sitzt, dass man alles vorsichtig versuchen sollte. Man kann immer wieder zurückgehen. In dem Moment, wo man nur noch sitzt, ist man verloren. Ja, so fühle ich mich auch. Ich fühle mich verloren, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich einsam, ich fühle mich zweisam einsam. Wie gesagt, meine Beziehung, das ist also auch so. Es gibt keine Wärme, es gibt keine Nähe, es gibt keine Zärtlichkeit. Das ist so wie. Das ist natürlich noch ein anderes Thema, das wir jetzt gar nicht. Brüderchen und Schwesterchen. Ja, ne? Das wir jetzt gar nicht besprochen haben. Vielleicht wäre das auch noch ein Knackpunkt, den man vielleicht sogar auflösen müsste. Dafür sagte ich ja am Anfang, ich habe so viele Baustellen, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Olaf, also ich habe jetzt von meiner Seite aus dir mal so eine Idee hingelegt. Lass es mal in dir arbeiten und überleg, vielleicht findest du da ja doch irgendwie einen Gefallen dran. Darüber hinaus, was auch deine Beziehung anbelangt, weil wir das jetzt nicht mehr im Rahmen des Gesprächs schaffen, rufen wir dich jetzt nochmal an und meine Psychologin, die Magdalena, spricht weiter mit dir auch mal über die Ehegeschichten oder die Beziehungsgeschichten. Okay. Mann, ich wünsche dir von Herzen, dass du irgendwo einen Griff findest, dass du wieder ins Leben kannst. Den suche ich schon lange. Ja, ich wünsche es dir von Herzen. Die Tiere sind, alles in mir sagt, es sind irgendwie die Tiere. Überleg mal. Ja. Von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft, Olaf. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss, Olaf.